Zu später Stunde heiße ich dich herzlich auf meinem Kanal willkommen. Ich bin der Lordi und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du bleibst auch noch ein bisschen hier und guckst mir zu. Ja, es ist mein erstes Video, demnach bin ich noch ein bisschen nervös. Ich hoffe aber, dass mir das verziehen wird. Ich versuche mich natürlich zu beherrschen, das ist klar. Gut, was spielen wir heute? Wir spielen heute Outlast. Dabei handelt es sich um einen... ja, um Survival-Horror-Spiel. Ne? Ich hab's bei Steam gefunden. Ich habe mich da so ein bisschen umgeguckt vorher, was kann man für schöne Spiele mal spielen. Es ist zwar von 2013, aber es hat eine gute Bewertung bekommen. Und da dachte ich, hey, warum nicht? Hab mich auch so auch noch ein bisschen über das Spiel informiert. Also ich kenne jetzt nur die Rahmenhandlung. Jetzt nicht, was da im Einzelnen vorkommt. Es handelt sich wohl um eine Irrenanstalt, durch die wir als ein Reporter oder Journalist geschickt werden. Na, mehr weiß ich auch nicht. Naja, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal einfach an. Ja, fortfahren. Ich hab's mal kurz angespielt, um mit der Steuerung so ein bisschen klarzukommen. Oh, neues Spiel. Ja, ich würde einfach mal sagen, auf normal. Nicht zu schwierig, nicht zu einfach, normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten. Na, seht ihr, Journalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich dazu entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben. Halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Ah, okay, das heißt wohl, man kriegt keine Waffen. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Alles klar. Gespannt, was da auf uns zukommt, meine lieben Zuschauer. Bisschen im Radio zuhören. Scheiße. Ist ja uns der Empfang flöten gegangen. Mount Massive Asylum. Da sind wir. September 2013 von 10 irgendwas an milesupshur@gmail.com. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Ich verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte von dem, was ich gesehen habe. Doktoren phasen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, das auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Wohl wahr, bin ich derselben Ansicht. Dafür sind wir ja hier. Funktioniert. Nachtsicht auch. Ja, dann raus da. Gesteuert wird mit WASD. Ja, vor, links, rechts, zurück. Man kennt es. Hallo? Okay. Hier ist nix.
schon eindrucksvoll aus, aber auch unheimlich. Linke Maustaste. Ah ja, alles klar. Gedrückt halten für langsam zu öffnen, aber wir gehen einfach mal so. Ich zeige mal kurz die Steuerung. Hier. Zack. Also für einen Anfang, also wir kriegen das alles später nochmal erklärt, aber damit ich jetzt nicht wirklich hier unnötig viel rumlaufe. Ich meine, ich bin zwar jemand, der eigentlich immer in so Spielen alles sehen möchte, aber ne, ich habe es halt kurz angespielt nur. Ich stand auch jetzt noch nicht hier, ich war nur vorne am Tor und habe mir schon mal ein bisschen die Steuerung angeguckt. So, gut, R mit Rennen. Nee, gar nicht wahr. R ist Batterie nachladen. Tab ist Feststelltaste ist Rennen da. Hier siehst du, umschalten rechts. Hier ist nichts. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was hier kommt. Also nicht im Einzelnen. So ein bisschen Rahmenhandlung, ne? Sagte ich ja eben schon. So, das sieht nach Militär aus. Und hier. Ah ja. STRG. Gut. Hocke. Na. Hallo? Kann ich nicht aufmachen? Oh. Okay. Na, ist zu. Gängen scheint nichts zu liegen, hier auch nichts. Camcorder bereit, in den Mausrad nach oben. Ah, so ist reinzoomen, alles klar. Rein und raus zoomen, eigentlich, Entschuldigung. Nein, komm, bleib oben. Hallo. Hallo? Ja, jetzt, alles klar. Gehen. Drücke Leertaste, wenn du dich vorwärts bewegst, um über einen Abgrund zu springen. Okay. Ah ja. Leertaste, um nach oben zu springen. Na, und jetzt vorwärts bewegen für hochziehen, man kennt es. So. Oh, na klasse, Lampe durch. Okay, hier ist nichts. Na komm. Mach keinen Quatsch. So. Oh. Alter. Puh. Das war gemein. Ah ja. Also einfach vorwärts. Was ist denn? Oh, eine Batterie. Sehr gut, sehr gut. Sonst ist hier nichts. Okay. Eine Akte, die wir lesen werden. Ich muss mal ums Mikro rumschauen. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wall Rider Mount Massive CO Fall Nummer 174, Patienteninitialen WPH Billy. Datum 14. Oktober 2013, erste Patientenbefragung 12. April 2009. Alter des Patienten 19, Geschlechts männlich. Behandelnder Arzt war Herr Dr. Carl Houston, DBNR. Was dieser Titel bedeutet, weiß ich leider nicht. Also DBNR, was das heißen soll. Okay, Therapiestatus. Patient behauptet, selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Ah ja. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen.
Höchst besorgniserregend. MRI ergab arithmetische REM- oder NREM-Zyklen. Achso, Schlafzyklen. REM ist eine Schlafphase. Lachen in NREM-Phase. Oh Gott. Naja. Anmerkungen. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager gesehen. Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager. Trager kann ich mir kaum vorstellen. Ein Angestellter von MRD. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht, was diese Bezeichnung heißen soll. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wallrider Mount Massive CO. Na, komm, schließen. Mal weiter. Ich gehe da nicht rein, selbst wenn ich könnte. Die Tür hinter mir zu. Okay, hier hoch. Na, Nachtsicht will ich haben. Okay, hier ist nichts. Nein! Warum gehe ich denn wieder raus? Was soll denn das? So, geradeaus. Was denn? Was? Komm leider rein. Naja, er ist weg. Oh, da ist jemand. Nicht zu sehen. Bibliothek. Machen wir mal rein. Ne? Ah! Leckt mich am Arsch. Boah, Leute, was macht ihr hier mit mir? Oh Gott. Boah, diese Musik, ne? Oh. They killed us. They got out. The variants. You can't. Alter. You have to hide. You can unlock the main doors. Go to security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Oh Gott, ist der da aufgespießt? Alter, alter Vater, ey. Das sind lauter Köpfe im Regal. Was ist denn das hier? Okay, hier ist nichts, deswegen machen wir mal aus. Wir haben eine Notiz bekommen, schauen wir mal. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Ja, ach nee. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Satz ist noch nicht zu Ende. Und stirbt. Ach so, und stirbt dann. Alles klar. Das hätte ich wissen sollen, als ich auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. So, die Tür ist voraus. Ja, allerdings, ey. Was ist das denn? Oh, wer war denn das? Oh mein Gott. Kommt der jetzt? Nee. Oh Gott. Eklig. Ah, der braucht schon Klopapier.
mein Mund ist total trocken. Ach komm. Oh, okay. Hier kann der nicht rein. Zum Durchzwingen. Little Fake! Was? Was? Ah! Alter, fick dich! Was ist los? Oh. Was? Wer ist das? Oder was ist das für ein Geräusch? Who are you then? Das wollte ich dich gerade fragen, Mann. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Was bitte? Er ist weg. Wer auch immer das war. Neues Ziel, fliehe aus der Nerven Heilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um die Haupteingang zu öffnen. Ja, will ich ja. Um Gottes Willen, ey. Naja. Ich würde sagen, wir belassen es für die erste Folge mal dabei. Wow. Fängt ja schon gleich heftig an. Bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ja, wie gesagt, wir belassen es, denke ich mal, bei der ersten Folge. Also hier, ne? Also war schon richtig heftig, war cool. Aber, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und könnt ihr mal, wenn ihr noch Tipps und Anregungen für mich habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, weil, ne, wie gesagt, erstes Video. Ich fange gerade an. Also bin ich für jede Hilfe dankbar, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Gut. Ich quatsch schon wieder viel zu viel. Ich bin aufgeregt. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Euer Lordi.